Es ist wieder Zeit für neue Zahnbürsten. Curaprox Wood Ultra Soft. Da gebe ich in diesem Video jetzt auch mal mein Fazit zu. Ich liebe es. Und ein Highlight für dieses Video, die Aufsätze von den Interdentalbürsten. Ein neues Quartal hat begonnen, das heißt 3 Monate sind rum und für mich gibt's neue Zahnbürsten. Hallo meine Lieben und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ein neues Jahr heißt ja auch immer, dass ein neues Quartal begonnen hat und das heißt für mich persönlich immer, dass es auch neue Zahnbürsten gibt. Alle 3 Monate sollte man die Zahnbürsten oder Bürstenköpfe ja wechseln, aufgrund der Bakterien und weil die Reinigungsleistung nachlässt. Deswegen alle 3 Monate immer neue benutzen und ich mache das immer zum neuen Quartal, weil ich mir das dann immer am besten merken kann, beziehungsweise kein Datum im Kopf haben muss, sondern immer weiß, zu jedem neuen Quartal gibt es neue Zahnbürsten. Und jetzt ist es soweit. Ich zeige dir erstmal ganz kurz, welche ich im letzten Quartal, in den letzten 3 Monaten verwendet habe. Diese 3 Zahnbürsten habe ich benutzt im letzten Quartal. Das ist einmal die Curaprox Wood Ultra Soft. Das hatte ich ja in meinem letzten Video verkündet, dass ich die jetzt testen werde. Die ist ganz neu auf den Markt gekommen. Da gebe ich in diesem Video jetzt auch mal mein Fazit zu. Dann die Velvet und nochmal eine Special Edition von der Ultra Soft, alle von Curaprox. Dann seht ihr hier die beiden Bürstenköpfe von meiner Schallzahnbürste, der Curaprox Hydrosonic Pro, die müssen auch neu. Und hier drüben einmal die Handsingle-Zahnbürste, die 1006 habe ich in den letzten 3 Monaten benutzt. Die kommt auch neu. Und wenn auch du Produkte von Curaprox kaufen möchtest, dann verwende gerne meinen Code DRAMI20. Damit sparst du nämlich 20% auf alle Produkte von Curaprox, auf den gesamten Warenkorb, auf das ganze Sortiment, also was immer du kaufen möchtest von Curaprox, Zahnbürsten, Interdentalbürsten, Zahnseide, Schnuller, alles Mögliche. Auf alles sparst du 20% mit dem Code DRAMI20. Du kannst ihn ganz einfach eingeben im Warenkorb, über die Homepage www.curaprox.de und dann werden automatisch die 20% auf deinen Warenkorb abgezogen. Und das gilt schon ab dem 1. Euro und auch bei jeder Bestellung, also beliebig oft einlösbar. Deswegen speicher dir den Code am besten ab oder mach einen Screenshot davon, dass jedes Mal, wenn du bestellst, kannst du damit 20% sparen. Und jetzt zeige ich dir, welche Produkte ich mir für dieses Quartal ausgesucht habe. Da bin ich immer ganz gespannt drauf. Ich habe hier schon mal eine kleine Vorauswahl getroffen, ein paar Produkte bereitgelegt. Und zwar möchte ich in diesem Quartal wieder eine Special Edition benutzen von der Ultra Soft. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was denn mit der Wood ist. Deswegen, ja, werde ich da mal mein Feedback zu abgeben. Das ist die Curaprox Wood Ultra Soft. Das ist also die Holzvariante von der ganz normalen Ultra Soft, also von der mit dem Kunststoffgriff. Und die mit dem Kunststoffgriff, die verwende ich ja schon seit über 10 Jahren. Und jetzt hat Curaprox die Holzvariante mit dem Holzgriff herausgebracht. Und ihr habt in meinem letzten Video vielleicht gesehen, in dem letzten Quartal habe ich angefangen, sie zu benutzen und sie getestet. Und jetzt nach 3 Monaten will ich einmal kurz mein Fazit dazu abgeben. Also, sie reinigt super gründlich und gleichzeitig super sanft. Also genauso wie man es von Curaprox gewohnt ist. Es sind ja auch diese ganz normalen, also nicht normalen, aber die gewohnten Curenfilamente, die es eben nur bei Curaprox gibt. Und sie reinigt wirklich super gründlich und sanft. Und sie ist von allen Holzzahnbürsten wirklich die beste, die ich bisher getestet habe. Und ich habe viele getestet. Aber es gibt einen Grund, weswegen ich sie trotzdem nicht weiterverwende. Und das ist wirklich der einzige Grund. Ich konnte mich nicht an dieses Gefühl von dem Holz im Mund gewöhnen. Keine Ahnung wieso. Ich habe der wirklich einige Chancen gegeben. Ich habe sie eine ganze Weile getestet. Aber irgendwann habe ich dann doch wieder eine Special Edition mit einem Kunststoffgriff dazugenommen. Und dann immer doch mal wieder diese mit der Holzvariante noch mal wieder ausprobiert. Aber letztendlich bin ich immer wieder bei der Kunststoffvariante hängen geblieben. Und die werde ich auch weiter verwenden. Es ist so ein persönliches Ding. Weil wenn jemand wirklich eine Holzzahnbürste sucht, dann kann ich die absolut empfehlen. Und wie gesagt, es ist die beste von allen, die ich bisher getestet habe. Und es ist auch, der Griff ist wirklich hochwertig. Es ist Schweizer Buchenholz. Er ist super gut verarbeitet. Aber ich persönlich konnte mich einfach trotzdem nicht dran gewöhnen. Ich bleibe bei der
Variante mit dem Kunststoffgriff und deswegen habe ich mir jetzt wieder eine Special Edition für dieses Quartal ausgesucht. Ja, diesmal fiel mir die Entscheidung wirklich schwer, welche Special Edition ich nehmen soll. Ich habe hier einmal die Love Edition und im Februar ist ja Valentinstag, deswegen hatte ich überlegt, die zu benutzen. Aber ich habe hier auch noch die Winter Edition aus dem Jahr 22 und die finde ich auch richtig schön. Und jetzt habe ich mich doch entschieden, die Winter Edition erstmal zu nehmen, weil die von der Jahreszeit her jetzt perfekt passt und von den Farben her. Und die Love Edition werde ich dann im nächsten Quartal benutzen. Das sind auch, finde ich, so ein bisschen mehr die Frühlingsfarben. Da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn der Frühling kommt, eine pinke und eine grüne zu nehmen. Also die eine nimmt natürlich mein Freund dann. Wir teilen uns immer ein so ein Paket hier. Und ja, das ist dann doch Frühling. Und jetzt werde ich die Winter Edition 22 benutzen. Die packe ich jetzt mal aus. Ui, die sieht schick aus. Wir haben hier einmal eine etwas bläuliche und eine etwas mehr gräuliche. Ich werde mir mal die blaue nehmen. Das habe ich mit Marc aber schon abgesprochen. Er ist einverstanden. Er kriegt die graue und ich nehme mir die blaue. Ich habe hier gerade den zweiten Deckel gesucht. Ich dachte, der ist noch in der Packung und ist beim Rausnehmen abgegangen, aber da ist er auch nicht. Hier liegt er auch nicht, ich glaube. Da ist ausnahmsweise mal nur einer mit Deckel gekommen. Naja, wir haben noch genug Deckel, daran soll es nicht scheitern. Passt echt richtig gut zum Winter, weil ich finde, die glänzt auch so ein bisschen wie Eis. Also sieht eh schon so kristallfarben aus, der Griff. Denn sieht man hier noch so ein bisschen wie so ein Kristallglanz, erinnert so an Schnee. Also Beschreibung Winter Edition passt auf jeden Fall sehr gut. Und mit der Special Edition fange ich immer an. Die suche ich mir als erstes aus, auf welche ich an dem Quartal Lust habe. Und danach stimme ich immer sehr gerne die anderen Zahnbürsten ab, dass das farblich ein bisschen harmoniert oder auch zur Jahreszeit passt. Und ich musste diesmal aber einen kleinen Kompromiss eingehen, weil mir gehen die Zahnbürsten aus. Ich muss unbedingt neue bestellen. Wenn ihr seht, wie viel ich noch da habe, werdet ihr vielleicht lachen. Aber für mich ist das echt wenig, was ich gerade da habe. Und die Auswahl war sehr begrenzt. Deswegen habe ich mir als Velvet die hier ausgesucht. Das ist jetzt nicht ganz so winterlich. Die hätte ich eigentlich so als Bärenton eher im Herbst genommen. Aber es ist die letzte, die ich noch habe. Deswegen kommt jetzt die Farbe dazu. Und ich nehme als Single wieder die 1006. Ich packe die gleich auch nochmal aus. Und dann seht ihr, das ist meine Variante von den Handzahnbürsten für dieses Quartal. Und Marc hat sich eine blaue Velvet dazu ausgesucht. Das passt natürlich perfekt in diese Jahreszeit. So ein bisschen so ein Eisblau. Finde ich richtig schön. Und jetzt 1006 leider die gleiche wie ich. Ich habe ja immer gerne ein bisschen unterschiedliche, dass man das nicht aus Versehen verwechselt. Wobei ja, es kann nicht passieren. Wir lagern die ganz woanders. Aber naja, da sind mir halt auch die Farben ausgegangen. Also es ist wieder Zeit, dass ich nochmal eine Großbestellung aufgebe bei Curaprox. Ist auch, glaube ich, schon fast wieder ein Jahr her. Und dann muss ich mal ein bisschen was nachbestellen. Und dann seht ihr hier noch die Aufsätze für meine Schallzahnbürste, die Hydrosonic Pro. Einmal die Sensitiv-Bürstenköpfe benutze ich. Marc bekommt immer den weißen und ich den blauen. Und bei den Single-Aufsätzen machen wir es eigentlich genauso, aber ich habe nur noch weiße, keinen blauen mehr. Deswegen ja, müssen wir jetzt beide einen weißen nehmen und den muss ich auch unbedingt nachbestellen. Und falls ihr euch wundert, warum hier zwei weiße in einer Packung sind, die kann man so nicht kaufen. Das liegt einfach nur daran, dass ich die immer umpacke, wenn ich sie bekomme. Dann nehme ich die immer raus und packe Marcs weiße in eine und meine blauen in eine andere. Aber sonst, wenn man die bestellt, ist immer blau und weiß in einer, so wie hier. So, jetzt packe ich alles mal aus und zeige euch das nochmal. So, jetzt seht ihr alles nochmal ausgepackt. Richtig schöne Farben, finde ich. Ich liebe ja diese Farben. Und immer so eine tolle Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern und ja, einfach so variabel alles ist. Ich liebe es. Also das hier sind Marcs. Das hat er sich ausgesucht für diese 3 Monate. Ist für die Männer unter euch vielleicht auch ganz interessant, nicht nur meinen Girly-Kram hier zu sehen. Das sind seine und hier auf der linken Seite sind meine.
Für Kinder gibt es übrigens auch Special Editions. Ich habe hier einmal diese hier. Das ist die Graffiti Edition. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich packe sie jetzt mal nicht aus. Ich habe sie von Curaprox geschenkt bekommen. Vielen Dank also an dieser Stelle an Curaprox. Und das ist die Graffiti Edition. Finde ich auch ganz süß. Das sieht so aus, als ob da so ein kleines Gesicht wie von so einem Bakterium im Bürstenkopf ist. Und ein Highlight für dieses Video, weil ich das so bisher in dieser Art von Videos noch nie gezeigt habe. Ich mache jetzt auch mal die Aufsätze von den Interdentalbürsten neu. Das sind Max Interdentalbürsten. Die sollte man halt immer dann erneuern, wenn entweder diese Borsten hier nicht mehr richtig schön zur Seite stehen, sondern mehr so eingeklappt sind wie ein zugeklappter Regenschirm, wenn die hier so anliegen, oder aber wenn der Draht abgenudelt sind. Und diese sind jetzt schon ziemlich abgenudelt. Die müssen mal neu. Aber das macht man eben nicht alle 3 Monate, sondern dann je nach Bedarf. Also immer, sobald es fällig ist, sozusagen. Deswegen habe ich das bisher in den Videos auch noch nicht gezeigt, aber diesmal hat es ganz gut gepasst. Man kann das einfach rausdrehen bei dieser Art von Griff. Dann geht dieser Aufsatz hier raus. Das ist die eigentliche Interdentalbürste, so klein. Das ist auch nur bei Curaprox so, dass man so wunderbar hier nur den Aufsatz wechseln kann. Das wandert dann in Müll und dann kann man Nachfüllpackungen kaufen. Das sind diese hier. Die nehme ich da gleich mal raus und mache das neu. Oder man kann am Anfang eine Packung kaufen mit einem langen Griff und einem kurzen. Der kurze ist jetzt leider im Badezimmer. Aber das kann man eben einmal kaufen. Dann hat man beide Griffe und auch schon ein paar Aufsätze. Und wenn man dann den Griff hat, zum Beispiel kann man auch so einen Griff hier nehmen aus Aluminium. Die haben so viele verschiedene zur Auswahl. Danach muss man dann immer nur noch die Refill-Packung kaufen mit den Aufsätzen und kann das einfach immer nachfüllen. Und das mache ich jetzt einmal. Ich hole die da mal raus. Das wird dann von hinten hier durchgesteckt. So. Dann schiebt man das hoch und schraubt es wieder zu. Und dann ist sie einsatzbereit. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit der Türkisene. Die Türkisene ist die kleinste Größe, die auf dem Markt erhältlich ist. Manche glauben das zwar immer nicht. Das ist aber nur, weil es verwirrend ist. Die geben das an mit 0,6 und das ist nicht der Drahtdurchmesser, sondern die Gängigkeit. Das ist also noch kleiner als ISO-Größe 0. Und das ist etwas verwirrend. Deswegen glauben mir manche nicht, dass das hier die kleinste Größe ist. Aber es ist so. So, gleiches Spiel. Achtet natürlich auf den Winkel. Und diese Seite ist dann hinten. Schiebt das da einmal durch. Und dann kann man es wieder. Et voilà. Zwei neue Aufsätze. Und dann kann man das hier ganz normal wieder verschließen. So. Und das könnte man auch mit auf Reisen nehmen oder eben im Badezimmer lagern, wie ich das tue. Und das Geile ist wirklich, dass die so viele verschiedene Griffe haben. Und ich sage immer, probiert verschiedene aus, weil jeder findet einen anderen gut und kommt mit einem anderen am besten zurecht. Und das liebe ich wirklich so an Curaprox, dass sie so eine riesige Auswahl haben. Und da ist auf jeden Fall immer für jeden das Passende dabei im Vergleich zu anderen Firmen, die immer nur ein oder zwei Griffe haben. Also das ist nochmal die Colorful Curls Edition, die ich jetzt letztes Quartal dazu genommen habe. Die hatte ich im letzten Video noch nicht gezeigt, weil ich ja dachte, ich würde die Wood benutzen. Aber wie gesagt, nach so ein paar Wochen habe ich dann doch wieder eine mit einem Kunststoffgriff dazu geholt. Und jetzt wechsle ich das mal. Und wenn ich das austausche, putze ich hier auch immer nochmal alles. Deswegen machen wir jetzt mal einen Cut. Und ich mache alles sauber und hänge die neuen Zahnbürsten ein. So. Ich freue mich immer. Meistens wasche ich den auch noch aus hier, aber das mache ich auch gelegentlich so mal zwischendurch. Gut, ne? Jetzt in Weiß, nächstes Mal wieder in Blau. Sieht das schön aus. Ich liebe es. So hat man auch immer Abwechslung im Badezimmer.
Ist echt so, die ersten Tage, wenn das hier neu hängt, jedes Mal, wenn ich meinen Schrank öffne, grinse ich über beide Ohren, wenn ich meine neuen Zahnbürsten hier hängen sehe. Ich finde das jedes Mal so schön. Das sind hier jetzt Max Zahnbürsten, die er in Verwendung hatte. Er hat auch die Wood getestet und kam zum gleichen Urteil wie ich. Und deswegen bekommt er jetzt auch die andere, die er sich ausgesucht hat. Ich stelle das da jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, den hier sollte man regelmäßig ausspülen. Das mache ich auch. Oder in Geschirrspüler tun, wenn das geht. Das sind jetzt seine neuen und die können auch weg. Er hatte jetzt in diesem Quartal beide benutzt, die 1009 und die 1006. Aber jetzt nimmt er weiterhin nur die 1006. Zumindest in diesen 3 Monaten. Also da variieren wir beide immer so ein bisschen. Und da stehen noch ganz alte von ihm. Falls ihr euch wundert, was das soll, die benutzt er nicht mehr zum Zähneputzen. Damit macht er seinen Dyson für eine Mama sauber. Ja, kann man also auch zweckentfremden. Dafür sind sie auch gut geeignet. Und hier kommt auch neu der Single-Aufsatz. Und hier steht's, der Sensitiv-Aufsatz kommt auch neu. Das kommt alles jetzt weg. Das lege ich mal zur Seite. Und jetzt ist wieder alles frisch und sauber und hübsch. Jetzt hast du gesehen, was Marc und ich uns für Zahnbürsten für dieses Quartal ausgesucht haben. Ich bin sehr auf dein Feedback gespannt. Und wenn auch du bei Curaprox bestellen möchtest, dann verwende gerne meinen Code DrAmi20. Damit sparst du nämlich 20% auf alle Produkte von Curaprox. Also auf deine ganze Bestellung und auch bei jeder Bestellung. Beliebig oft einlösbar, also speicher dir den Code einmal ab. Mach einen Screenshot davon und dann kannst du ihn jedes Mal, wenn du bestellst, einlösen auf der Homepage www.curaprox.de. Und ansonsten abonnier gerne meinen Kanal. Darüber freue ich mich ganz besonders, wenn du meinen Kanal unterstützt, indem du ein Abo dalässt und gib mir auch gerne einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.